Liebe Weimarerinnen, liebe Weimarer, aber auch liebe Besucher der Klassikstiftung Weimar, jetzt bin ich wirklich auf dem Absprung. Schon vor ein paar Wochen hat man mich feierlich verabschiedet, in der Weimarhalle, wo auch sonst. Aber jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich raus aus dem Schloss und mich anderen Aufgaben und Zielen anvertrauen. Es ist mir wichtig, noch einmal zu Ihnen zu sprechen, weil doch viele bei der Verabschiedung der Offiziellen nicht dabei sein konnten, weil es mir aber wichtig ist, dass Sie wissen, Helmut Seemann geht gerne aus dem Amt, weil er ebenso gerne in Weimar bleibt. Weimar ist eine so schöne Stadt, dass ich mich freue, dass ich mit meinem Migrationshintergrund, den eigentlich mein ganzes Leben ausmacht, ich war nie so lange wie in Weimar, dass ich mit diesem Hintergrund hier bleiben darf, Bürger Weimars sein und bleiben darf. Jetzt bin ich erstmal eine Zeit lang nicht sichtbar, das ist auch richtig so, aber dann möchte ich als ein Teil dieser Stadt hier auch wieder sein. Und deswegen liegt mir sehr daran, dass Sie, die Weimarerinnen und die Weimarer, sich bei dieser Vorstellung wohlfühlen und nicht denken, der könnte jetzt auch mal weg sein. Nein, ich bleibe hier, meine Familie bleibt hier und ich hoffe, dass wir uns immer mal wieder, so ist das ja nun in Weimar, auf der Straße wiedersehen und uns in die Augen schauen. Denn Weimar und die Klassikstiftung Weimar konnten dann und wann auch gegeneinander stehen. Das hat es gegeben. Aber ich bin froh, dass diese Stiftung, ein Schatz dieser Stadt, heute tiefer hier verwurzelt ist, als das der Fall war, als ich hierher kam, vor 18 Jahren. Und ich möchte, dass es so bleibt und dass es eigentlich immer noch mehr so wird. Weimar ist Teil der Welt, aber Weimar ist auch eine schöne Stadt hier in Thüringen. Und genauso ist es mit der Stiftung. Die Stiftung ist befreundet mit vielen Institutionen überall auf der Welt, aber sie muss auch befreundet sein mit dieser Stadt, in der sie arbeitet. Bitte bringen Sie die freundliche Sympathie, die Anteilnahme, die Sie mir entgegengebracht haben, auch meiner Nachfolgerin, Frau Dr. Lorenz, entgegen, die hier in wenigen Tagen das Zepter, wenn ich so großherzoglich sagen darf, übernehmen wird. Seien Sie auch ihr ein guter Hintergrund für die Arbeit, die sie hier leisten möchte und leisten muss. Ich selbst, ich sagte es, bin schon ein bisschen auf dem Wege. Ich werde jetzt eine Zeit lang nicht in Weimar sein, aber ich komme wieder und ich freue mich darauf. Und ich freue mich auf Sie, auf die vielen Besucher, die in diese Stadt kommen und eben auf unsere Stadt. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Ich versuche mein Bestes meinerseits.